Die 34-jährige Chorleitertätigkeit von Hartmut Klaus beim Chor der Geswindiskirche ist Geschichte. In einem Rückblick auf seine Amtszeit wird nochmals das vielfältige Chorleben an uns vorüberziehen. Vor allem aber können wir dabei hören, was der Meister in der Lage war, den sangeswilligen Kehlen zu entlocken. Nachdem im Jahre 1977 die Aufgabe von Richard Rentsch auf Hartmut Klaus übertragen wurde, dauerte es nicht lange, bis die ersten Artikel über die Erfolge seines Wirkens in der Zeitung erschienen. So zum Beispiel 1981, als über die Aufführung des Te Deums berichtet wurde. Wir lesen: Von den solistisch auftretenden Chorstimmen des Regiswindis-Chores gefiel besonders der Alt in seiner schlanken, sehr oberstimmen gefärbten Tongebung. Insgesamt sang der Chor mit schöner, stimmlicher Präsenz und Fülle und großem Engagement des Ausdrucks. Das im Bild auffällig niedrige Durchschnittsalter des Chores ist sicher der Tatsache geschuldet, dass der Chorleiter als Musiklehrer am Gymnasium den Nachwuchs für sich gewinnen konnte. 1985 stand das Requiem von Mozart auf dem Konzertprogramm. Man trifft sich auch außerhalb der Chorprobe zum geselligen Beisammensein. In 1988 wurde das Magnifikat von Bach zum Besten gegeben. Ein riesiger Chor mit sehr vielen jungen Gesichtern. Hier bei der Probe. Der Dirigent als Solist, bei der Probe und beim Konzert. Dass ein Kirchenchor nicht nur geistliches Lied gut zu singen in der Lage ist, wurde 1989 in der Stadthalle beim Weidenbusch-Konzert bewiesen. Madrigale und Volkslieder standen auf dem Programm. Immer noch ein großer, junger Chor. Und welcher Kirchenchor hat solch einen Männerchor? Diese Brillanz im Tenor. Thank you.
Ein Meisterstück darf natürlich im Repertoire eines Kirchenchores nicht fehlen. 1992 das Weihnachtsoratorium von Bach. Zu besonderen Anlässen wurde den Chormitgliedern ein Ständchen gesungen. Jährlich unternahmen auch kleinere oder größere Ausflüge. So zum Beispiel zur Partnergemeinde Meuselwitz oder nach Tübingen. Zur Gartenschau nach Biedigheim. Oder gar nach Prag. ...1995 von Brahms, ein deutsches Requiem. Vor einem großen Konzert ging man auch schon mal nach auswärts zum Probenwochenende, zum Beispiel nach Horkheim. ...1997 wurde gemeinsam mit dem Heinrich-Schütz-Chor zu dessen 50-jährigen Jubiläum die Totenmesse von Berlioz in der Harmonie aufgeführt. Ein beeindruckender Chor. Dementsprechend fielen die Pressestimmen aus. Der Applaus der 1300 ist frenetisch, will kaum enden und wird teils zu stehenden Ovationen. Im selben Jahr wurde das Konzert nochmals in Paris aufgeführt. Ein sicher unvergessliches Ereignis für alle Beteiligten. Mit 8 Bussen und 400 Personen fuhr man gen Frankreich. Kurz vor Ende des letzten Jahrtausends erklang Messias von Händel. Auch davon wurde eine CD erstellt. Immer wieder trafen sich kleinere oder größere Gruppen vom Chor zum Radfahren zum Singen oder, wie hier, bei Karl im Lauerhäusle, um die Walpurgisnacht zu feiern. Eine wichtige Funktion im Chor, der Kassenwart. Im neuen Jahrhundert begann die Konzertreihe mit der Schöpfung von Haydn. Das Bach-Kollegium Mannheim begleitete und die Presse schrieb: transparenter Chorklang. Hartmut Claus hatte seinen Chor ausgezeichnet vorbereitet. Das heikle hohe A der Tenöre gegen Ende des ersten Teils wirkte klar. Der Chor klang sehr transparent. 2003 das Requiem von Mozart.
Wie schon die Schöpfung wurde auch dieses Konzert auf CD gebrannt. Diesmal begleitete das Württembergische Kammerorchester. Die Presse schrieb, voll besetzt war die Rigiswindiskirche. Denn das jährliche große Konzert des evangelischen Kirchenchores ist schon ein fester Termin im Kalender der Laufener geworden. Das ist immer was Besonderes, da muss man einfach dabei gewesen sein. Auch Gounods Minimesse erhielt Lob. Die überzeugende Stimmlichkeit des Rigiswindiskores füllte in allen Abstufungen den Kirchenraum. 2006 ein Experiment. Gemeinsam mit der Young Corporation aus Kirchheim wurde das Magnifikat von Bach im selben Konzert dem Magnifikat von Ratter gegenübergestellt. Die hauptsächliche Aufgabe eines Kirchenchores besteht im Mitgestalten des Gottesdienstes. Ein solcher Gottesdienst wurde 2007 von Family TV aus der Martinskirche gesendet. Neben der Martinskirche wurden auch regelmäßig Gottesdienste in der Aussegnungshalle mitgestaltet. In und um die Martinskirche fand auch alljährlich das gern besuchte Martinskirchenfest statt. Im selben Jahr zu Weihnachten Missa Brevis von Haydn. In 2008 war neben dem großen Konzert im März, zwei Monate später, die Verabschiedung Gerhard Kublers angesagt. Er war als geschäftsführender Pfarrer nicht nur Sänger, sondern auch ein großer Förderer des Kirchenchores. So wie auch hier ließ man es immer nach dem Konzert noch nach- und ausklingen. Auch nach den Chorproben trafen sich etliche noch regelmäßig zum Nachgesang bei einem Glas Wein, Bier oder Pizza. Ein besonderer Ort zum Singen, der Graben, wiederholungswürdig. 400 Besucher waren beeindruckt.
Hall. The same procedure as every year. Neben den Konzerten ein Höhepunkt im Kirchenjahr. Der Abschluss am Krabbenfelsen. Obligatorisch der Männerchor. Anderen Anlässen, wie hier bei einem Geburtstag, gerne gehört. Auch der Nachwuchs bekommt seine Chance und Förderung, so wie hier beim Mendelssohn-Konzert. Gerne nimmt der Chor teil, wenn ein Mitglied was zu feiern hat. Hier beim Geburtstag des Maestros. Oder bei der Hochzeit von Rose. Wieder Männerchöre. Ein Jahresausflug von vielen. Immer mit einem Lied auf den Lippen und Spaß im Gepäck, wie hier in Esslingen. Herzlich.
herzlichen Glückwunsch, Gottfried. Gell? Das sind schon zahle Dinge. Distler. Ungewohnt und nicht einfach zu singen. Es war etwas Besonderes und es hat sich gelohnt. Vorbereitung zum letzten großen Konzert im Kloster Schöntal. Und zu Hause im Karl-Hartmann-Haus. Die Generalprobe. Und dann der letzte große Auftritt. Ist halt so Norwoder. Der Nachwuchssänger von einst heiratet und der Bräutigamvater dirigiert ein letztes Mal den Chor bei einer privaten Veranstaltung in der Kirche. Mag gleich. Zwei Wochen später ist die Verabschiedung im Gottesdienst am Pfingstmontag. Schluss aus Böhmerhorn.